Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sorien. Ich habe wieder den Gabriel an meiner Seite. Hallo. Und wir haben gerade eine erholsame Nacht hinter uns. Deshalb können wir diesen wunderschönen Sonnenaufgang betrachten. Er taucht alles in Feuer. Ja. Brennwald, brenn. Ach nee, Moment. lieber nicht, ich habe jetzt nicht so richtig Lust, vor Feuer wegzulaufen. Pachi und... Pachi? Krokodil dachte ich jetzt, aber ich sehe keins. Ist das Krokodil schon als Leiche irgendwo? Pachi gegen Pachi? Pachi ist hier nicht, was aus dem Wasser kam? Vielleicht haben sie auch nur miteinander gespielt. Uah. Schade, ich kann also keine Leiche abstauben. Oh Gott, sind hier viele Krokodile unterwegs. Naja, vielleicht sind die Pachis deswegen ins Wasser gegangen. Krokodile aufmischen und so. Ja. Na, ich laufe jetzt mal weiter. Ich will Pachis nicht aufmischen. Nee, aber du willst was trinken. Ja, ich wollte was trinken, aber hier waren mir zu viele Krokodile. Ja, ich habe tatsächlich hier einen Überlebensinstinkt und gehe nicht... Siehst du mal, das greift mich sogar von hier aus an. Nee, das wollte nur zum Fisch. Aber hat dann auf halbem Weg trotzdem Halt gemacht. Naja. Ja, festgestellt auch, ich habe heute keinen Bock auf Fisch. Da ist aber eine Eidechse. Ich habe sie gesehen. Das war ganz kurz blau. Jetzt sehe ich das Grüne. Sie ist weg. Und wir sind wieder allein. Sie war immer noch am selben Ort. Ich jage auch unsichtbare Eidechsen. Erfolgreich. Apropos erfolgreich. Es ist ja ein neuer Devlog rausgekommen. Yay! Und zwar ein recht cooler. Meiner Meinung nach jedenfalls. Ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gelesen habe. Oh ja, der war ziemlich cool. Aber fangen wir mal mit den Sachen an, die vielleicht nicht ganz so spannend sind. Es gibt nämlich ein paar Updates zum Trike. Die Animationen sind soweit fertiggestellt. Auch die Übergänge von Sitzen, Liegen, Stehen etc. Schwimmen ist jetzt mit drin. Ja. Und die Drohgebärde. Ja, die haben sie auch nochmal überarbeitet. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, wo ich etwas enttäuscht war. Ansonsten, hey, der Trike wird jetzt an die Programmierer übergeben. Die dürfen das Ganze jetzt in das Spiel implementieren. Jimmy, also ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Trike als spielbarer Dino. Darauf arbeiten sie ja letztlich hin. Allerdings gab es halt noch eine viel, viel größere Info. Eine viel, viel coolere Info. Ja, darauf freut es sich sehr. Ja, meines Wissens nach, zum ersten Mal in diesen über 60 Devlogs wurde der Multiplayer erwähnt. Also vielleicht wurde er irgendwann am Rande schon mal erwähnt, keine Ahnung. Aber so als richtiger großer Punkt ist er mir nicht im Gedächtnis, dass das schon mal der Fall war. Hi Kroko. Genau. Und zwar, sie haben sich ja einen neuen Programmierer noch besorgt. Was ich sehr schön finde. Ja. Siri, Siren, in die Richtung. Siri, ja. Tut uns leid, wir wissen nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Irgendwie so ist in die Richtung. Und der kümmert sich halt anscheinend primär um die Multiplayer. Und da hat er auch schon das eine oder andere fertig. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ist jetzt nicht so, dass der Multiplayer demnächst kommt oder nee, so. Also das jetzt nicht. Wir freuen uns einfach nur zu hören, dass aktuell tatsächlich am Multiplayer gearbeitet wird. Weil je früher am Multiplayer gearbeitet wird, umso leichter lässt er sich auch noch implementieren. Aus anderen Publikationen weiß ich halt auch, dass wenn das Spiel erstmal fertig ist und der Multiplayer im Nachhinein quasi dazugefügt wird, es ein erheblicher Mehraufwand ist, weil halt die Schnittstellen im Zweifelsfalle fehlen. Und dementsprechend, ja. Von daher, sehr cool. Ja, das freut mich auch sehr. Eidechse. Ich habe die ganze Zeit Ausschau gehalten. Ah, ich habe sie nicht mehr gesehen, weil sie still auf dem Boden lag. Rieche ich dich nur noch blau, wenn ich dich nicht sehe? Das fände ich ein bisschen bescheiden. Da habe ich auch gar keine Chance. Ich dachte, du fängst auch unsichtbare Eidechsen. Ja, diese eine. Aber ich wollte jetzt das nicht immer machen. Die Begeisterung lässt doch dann nach, dass ich sowas kann. Vom Baum. Die Tatsache, dass wir Eidechsen fressen müssen, ist halt schon... Ich habe keine Ornis gesehen, es tut mir leid. Sonst würde ich ja Orni-Armeen angreifen.
Habe ich sie jetzt? Nein. Okay, gut, das hat keinen Sinn. Ja, ich gebe vielleicht schnell auf. Na und? Dass ich jetzt auch ein bisschen in die Redwood-Sümpfe verirrt, oder? Ja, ich bin einmal falsch abgebogen. Ah. Aber absichtlich. Ah. Ich wollte das. Mhm. Die Redwood-Sümpfe sind meine Heimat. Aha. Tatsächlich mag ich dieses Biom an sich. Ja, nur hier findest du nie was zu fressen und verhungerst jedes Mal elendig. Jedes Mal? Jedes Mal. Du bist noch nicht einmal lebend da rausgekommen. Oh nee, put. Oh nee. Mhm. Gibt's auch bestimmt irgendeine Anato-Herde, die mir ein Pachi erlegen kann, oder? Das ist doch das Mindeste. Also ich fand die Jagdstrategie übrigens ziemlich cool. So mag ich mein Pachis, schön weich geklopft. Und am besten, ohne dass ich was damit zu tun habe. Ja, du könntest recht haben, dass ich hier wirklich jämmerlich verhungere. Ja. Ich bin auch einfach nur gerade aus dem Fluss gefallen. Ja, bloß mal nicht nach dem Weg gucken, ne? Doch, tatsächlich habe ich nach dem Weg geguckt. Und ich dachte, ach ja, Redwoods, da waren wir schon lange nicht mehr. Ich denke doch nicht nach und überlege dann, warum waren wir da schon lange nicht mehr. Mhm. Ich will auch mal unser Standardbiom ein wenig verlassen. Ja, aber hier wird halt keine Nahrung gespawnt. Ich würde gerne den Fluss überqueren. Mach doch. Ja, bislang war überall, wo ich ans Wasser gehe, sehr viele Krokos. Ach, Mut zur Lücke. Ich habe jetzt zumindest keins gesehen auf die Entfernung. Wird schon passen. Genau. Oh, da ist eins direkt neben mir. Ja, aber es sind die friedlichen. Ja, trotzdem. Ich will die auch ehrlich gesagt gar nicht angreifen. Ich weiß nicht, ob man die auch, also ob die sich wirklich ernsthaft werden, so uns schaden. Technisch ernsthaft gefährlich werden. Ich weiß es nicht. Also die anderen Krokodile machen ja einen Biss und tot bist du. Aber ja, deshalb habe ich einfach vor allen Respekt. Obwohl ich das echt nicht nachvollziehen kann. Weil wenn man die mal irgendwie vergleicht, so von der Größe her, zumindest wie sie im Spiel implementiert sind, da hast du Futter. Ein Varan. Egal. Uah. Futter ist Futter. Komm schon. Jetzt habe ich ihn aber, oder? Ja. Ja. Er hat irgendwie nur einmal geschrien, das verunsichert einen dann, ob man trifft oder nicht. Was soll ich jetzt eigentlich noch sagen? Das weiß ich nicht. Multiplayer, falsches Biom. Ach. Harmloses Krokodil. Genau, richtig. Was ich halt bei diesem Krokodil ein bisschen verwundert ist, also bei den anderen, die sind so mega winzig. Ja, ein bis tot. Ja. Das ist so ein... Aber... Ich bin 5 Meter lang. Du, keine Ahnung, 1 Meter oder vielleicht auch 2. Ja, aber auf warum die Bisskraft kommt's an. Ja, warum kriegen wir dann nicht mehr einen verdammten Orni nieder? Hast du mal unseren Mund gesehen? Die haben so einen ganz schwachen, verkümmerten Unterkiefer. Wahrscheinlich ist da echt kein Biss hinter bei uns. Da ist null Kraft. Das heißt, wir lutschen an den Dinos, ja, bis wir sie tot umkippen? Wir kitzeln sie zu Tod? Deswegen haben wir Federn. Es ergibt so viel Sinn. Nein, natürlich nicht. Direkt erwischt? Oh, direkt erwischt. Ich liebe die Delphodons. Ja. Vor allem, wenn man sie noch so lange im Maul hat und so. Das finde ich ziemlich cool. Das ist immer noch im Maul, oder? Nee, da nicht. Das sah gerade so aus. Was, jetzt geht es schon wieder unter die Sonne? Ja, also irgendwie sind wir, also ist zumindest unsere Spekulation, im Winter angekommen. Denn die Nächte sind richtig, richtig lang und die Tage sind sehr kurz. Ja. Ich habe es gerade so geschafft, genug zu essen, damit ich mich wieder hinlegen kann. Weil ich trinke vorher noch was. Ja. Und ich warte auch wirklich, bis die Sonne ganz weg ist, auch wenn ihr dann eine Weile nichts seht. Das tut uns sehr leid, aber ist halt so. Delphin. Krokodile. Hier trinke ich nicht. Überall, wo ich hingehe, sag ich ja, überall sind sie. Und oh, da trinke ich auch nicht, das war Salz. Ich muss ein bisschen weiter Landesinnere, am Pachi vorbei vielleicht. Am Pachi vorbei, hinten rechts, da gibt's was zu trinken. Genau, Pachi ist jetzt erstmal im Wasser. Aber schöner Himmel. Ja, so, muss hier was zu trinken. Oh Gott, ich höre Kampfmusik. Mistake.
Der Pachi wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, bis wirklich alles am Himmel weg ist und nichts mehr rot leuchtet. Das müsst ihr leider. Warten wir. Weil sonst müssen wir am Morgen ganz viel warten. Also wir warten so oder so, aber so gibt es wenigstens noch ein bisschen Rot am Himmel. Ja, also wir hoffen, dass das tatsächlich an den Jahreszeiten liegt, weil sonst wäre das irgendwie ungünstig. Es ist halt auch ganz schön schwierig, einen kompletten Monat durchzuschlafen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem dafür gibt es ja eigentlich zu wenig Essen. Vor allem, du hast schon wieder ein bisschen Hunger. Ich weiß. Aber aktuell sieht man es ganz gut noch, oder? Es ist aktuell noch schön hell. Ja. Ist der Mond denn draußen? Ich sehe ihn aber nicht. Ich würde sagen, das ist der Mond. Aktuell ist das tatsächlich ganz gut. Ja. Kannst ja mal gucken, ob du noch was zu fressen findest. Boah. Oder dich was zu fressen findest. Ich vermute, es ist ein Archaeoraptor. Oh, Musik. Tatsächlich findet mich was zu essen. Ich gehe einfach. Tschüss, die Delphodon. Nein, das ist eine Eidechse. Das ist eine Eidechse, ja. Sonst hätte ich den auch auf Anhieb gekriegt. Oh, hier gibt es doch bestimmt die... Ja, die Delphodon. Hier gibt es doch bestimmt Futter. Deswegen mag ich diese Biome hier. Die schönen Wiesen. So gut. Okay, aber dann würde ich sagen, ich lege mich jetzt mal hin. Meinst und du jetzt wir schon? Schauen... Man kann doch was erkennen. Ah, okay. Ich denke halt einfach nur an den Rand, der sehr verpixelt auf YouTube. Ja, das stimmt schon. Es tut mir auch sehr, sehr leid, aber wenn wir uns jetzt hinlegen, werden wir wahrscheinlich ja mitten in der Nacht auftauchen. Aber wir versuchen es einfach mal. Das sind auf jeden Fall Ornis, aber die bekämpfe ich bei diesen Lichtverhältnissen nicht. Nee. Auch nicht halt zum Frühstück vielleicht. Aber ich laufe auch nicht weiter in diese Richtung, denn da ist nur wieder Salzwasser. Na dann, Deshalb lege ich mich einfach mal hin. Und dann sehen wir ja, wie dunkel oder hell es am Morgen ist. Ich bin gespannt. Ja, tiefste Nacht. Ich habe auch so die Ahnung, dass das dunkel bleibt. Tiefste Nacht. Allertiefste Nacht. Obwohl? Gibt es noch den Mond? Gibt es... den Morgenstern? Dieser eine kleine Stern, der leuchtet? Nein, gar nichts. Gar nichts? Einfach allertiefste Nacht? Unattraktiv. Das ist halt wirklich ärgerlich, finde ich, dass man mit dem Schlafen die Nacht nicht mehr umgehen kann. Ja. Ich umgehe die nämlich sehr gerne für euch. Ja, auf YouTube macht es ja sonst auch keinen Sinn. Aber so jage ich mir noch einen kleinen Didelphodon. Das kleine... blau leuchtende Ding. Ich bin aus Versehen auf ihn draufgelaufen. Aber am Ende kriege ich ihn immer. Meistens. Ich hatte das Gefühl, es würde gerade heller werden. Es kann durchaus sein, dass irgendwie der Morgen kommt. Also so sieht man wenigstens die Milchstraße recht hübsch. Die ist wirklich gut animiert. Ja. Gefällt mir. Ich mag den Nachthimmel auch tatsächlich. Wenn man halt währenddessen nicht noch ums Überleben kämpfen müsste, während man nichts sieht, fände ich das ganz nett. Ja, so Nachtsicht oder sowas wäre schon echt toll. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass es einen kleinen Schnitt gibt, bis der Tag wieder da ist. Oh, da kommt er doch. Jedes Mal, ich muss einfach nur sagen, wir würden schneiden, das Spiel bekommt Panik und die Sonne geht auf. Finde ich gut. Da Lochen ist auf mich zugelaufen. Was Grünes. Ah, Ornis. Hi, Delphodon. Wer jagt schon Ornis, wenn er die Delphodon haben kann? Ist das der Mond, der angeleuchtet wird? Oder haben wir eine Sonnenfinsternis gerade? Es gibt eine Sonnenfinsternis? Naja, sieht doch so aus, oder? Es sieht total danach aus. Könnt ihr uns das mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst, ob es sowas wie eine Sonnenfinsternis im Spiel gibt? Also, das wäre ziemlich geil. Wenn es eine Sonnenfinsternis gäbe, müsste sich dann nicht aber der Mond auch wieder von der Sonne lösen? Ja, irgendwann. Oder hat schon. Sich das jetzt so getimt, dass die jetzt einfach immer gleichmäßig über uns drüber kreisen? Ich glaube nicht, dass es der Mond ist. Es sieht schon sonnenfinsternisartig aus, aber. Kann natürlich auch der Mond sein. Ich weiß nicht, der Mond leuchtet normalerweise anders, aber vielleicht. Weil es halt rot war, deswegen. Aber vielleicht, weil es so ein kleiner Sichelmond ist, sieht der ein bisschen anders aus und
vielleicht trifft die Sonne ihn ja doch noch. Aber normalerweise, wenn der Mond da ist, leuchtet der Himmel nicht rot. Nee, das stimmt. Aber vielleicht ist es trotzdem der Mond, der von der aufgehenden Sonne angeleuchtet wird. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe so sehr, dass die Sonne gleich kommt. Ich glaube, es ist der Mond. Das kann sein. Deswegen gab es in der Nacht keinen Mond. Aber was macht er am Tag über hier? Hat er sich verirrt? Ja, Winter. Manchmal ist im Winter... Naja, eigentlich gibt es dann trotzdem in der Nacht einen Mond. Naja, Vögel oder fällt da was aus dem Himmel? Vögel. Achso, also wir sind jetzt in diesem Apokalypse-Status. Den Modus gibt es doch auch. Ist tatsächlich der Mond. Ja, da geht die Sonne auf. Und da, jetzt sieht der Mond auch aus wie der Mond am Himmel. So wenn man, weiß ich nicht, im Winter abends um 17 Uhr noch rausschaut. Und da verblosst er langsam. Naja, aber man sieht ihn noch. Aber er wurde tatsächlich einfach von der aufgehenden Sonne so stark angestrahlt. Die gerade übrigens auch ziemlich cool aussieht. Ja. Ich habe mich übrigens extra umgedreht, damit unser Dakota Raptor nicht blind wird, während er hier in den Sonnenaufgang starrt. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als einen blinden Dakota Raptor. Ja. Stellt euch vor, wir müssen die ganze Zeit nur noch mit Riechen uns zurechtfinden. Oh Gott. Apropos Riechen. Ich will erstmal was trinken. Aber okay, also keine Sonnenfinsternis. Na gut. Ja. Falls das trotzdem sein könnte, dass es das im Spiel gibt, freue ich mich natürlich dennoch über eure Kommentare. Ja, das würde mich... Also, wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ja. Aber da gibt's sie auch. Ja, der Feuerball. Ja, man sieht den Mond auch immer noch so ganz leicht. Mhm. Jetzt nicht mehr so wirklich hinter der Zuckerwattewolke. Nee, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, er ist komplett hinter der Wolke. So, die Frage ist... Ach, ein Orni schaffen wir. Genau, ob wir noch ein Orni legen wollen. Erstmal schön reinrennen, einen separieren. Ich will hier eine vernünftige Jagd sehen. Weißt schon, wer dann, wer hier welche spielt und so, ne? Ja, so, guck mal, da hat sich doch schon einer separiert. Da. Da ist noch niemand separiert. Der da ist separiert. Ja, aber der läuft zum Wasser. Und du springst voll daneben. Okay. Aber separiert ist er, hallo? Ja, das stimmt. Ich bin nur kein Ausdauerjäger. Ja, und du bist zweimal gekonnt daneben gehopst. Ja, als ob ich das kontrolliere. Los, Lumi! Beiß dich so durch seinen Federpanzer. Ja. Gepanzertes Gefieder ist echt cool. Ich muss mal fragen, ob wir das auch kriegen. Ja. Dann hätten wir vielleicht nicht mehr so viel Angst vor Paris. Ey, ist er tot? Ja, tatsächlich. Wie ist das passiert? Ist er? Hat er sich gelangweilt? Ich meine, ihr kennt unsere normalen Ornijagden. Was ist da passiert? Warum ging das denn so schnell? Ich war ehrlich überrascht, dass ich wegfliege einfach so. Ja. Ist ja cool. Also nicht, dass ich mich jetzt beschwere, aber wow. Ich finde das auch ziemlich cool. Das war so einfach. Ich glaube, wir wissen wie wir durch den Panzer durchkommen. Wir kennen diesen einen Fleck, wo der Panzer nicht ist. Ich glaube, wo das Lindenblatt drauf fiel bei seiner Geburt oder so. Oder er hat sich einfach totgelacht. Er hat sich gedacht, ach, ich sterbe jetzt einfach, aber anstatt, dass ich jetzt hier noch eine halbe Stunde rummache. Das hat doch keinen Sinn. Nein, das war eher so, das geht's halt, hör auf, das geht's halt da. Nein, kein Luft mehr gekommen, ist tot umgekippt. Okay, dann trinke ich jetzt noch einen Schluck. Und dann ist es für heute leider auch schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Nein. Doch, leider schon. Ein Haps ist noch dran. Also ich freue mich, dass diese Beute so leicht zu erlegen war. Ich muss sagen, leicht. Ausnahmsweise im Gegensatz zu sonstigen... Und, war das jetzt eine professionelle Jagd? Ja, sehr schön. Die zweimal daneben springen war lediglich, um dafür zu sorgen... Dass er anfängt zu kichern und dann sich zu holen lacht. Dass er mich nicht so ernst nimmt und mich unterschätzt. Okay. Alles Strategie. Spannend. Dann hoffen wir, dass es euch auch heute wieder gefallen hat und freuen uns, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst für das Video. Genau. Schreibt in die Kommentare rein, wie euch das Video gefallen hat. Wegen der Sonnenfinsternis auf jeden Fall nicht vergessen, ob es das gibt oder ob es geplant ist oder ähnliches. Wie ihr es findet, dass es den Multiplayer, dass der angegangen wird. Ja. Ob ihr euch auf den Trike freut als spielbaren Dino.
Ja, wir freuen uns immer, wenn wir von euch lesen. Genau. Und dann folgt uns natürlich auch auf Twitter, Instagram, YouTube. Ja, folgt uns einfach so effektiv wie dieser Pachi. Genau. Grummel, Grummel, Grummel. Und wir laufen auch nicht vor euch weg, versprochen. Wahrscheinlich nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wow.